Da ist sie, da ist sie. Ihr müsstet euch mal sehen. Ihr seid lächerlich. So landet ihr bestimmt nicht bei ihr. Und du kennst dich da aus. Jedenfalls muss man sich bei denen unbeteiligt geben. Bei der hast du keine Chance. Ach nein? Dann schaut mal gut zu. Glaub mir, das kriegt ihr niemals hin. Also, bist du die Neue? Und du bist Lebrak, stimmt's? Ja. Ja. Bist du nicht sicher? Doch, ich bin es. Was reden die? Keine Ahnung. Hör bitte auf, mir nachzulaufen. Ich lauf dir nach? Ja, du. Du träumst wohl. Du bist gar nicht mein Typ. Bin ich etwa nicht hübsch? Übel bist du nicht. Aber du bist nicht blond. Ich hab schon von dir gehört. Ist normal. Mich kennt jeder. Ich weiß, du bist hier der Star. Und du bist keine Leuchte. Und ich mag nur die, die was drauf haben. Die klugen Jungs. Also vergiss es, du Wrack. Le Brack. Ist doch dasselbe. Warum ziehst du so ein Gesicht? Ich zieh kein Gesicht. Normalerweise ist Angeln das Höchste für dich. Ah, ich weiß, ist wegen deiner ungenügend in Rechtschreibung. Seit wann ziehe ich wegen einer ungenügend ein Gesicht? Außerdem stimmt's nicht mal, ich denk nach. Worüber? Über eine Strategie. Ein. Lass gut sein, ich kenne ihn. Rochard. Hat der Faulpelz es doch geschafft, nicht wahr? Früher haben sie mich den Hof fegen lassen. Jetzt reinige ich Frankreich. Nein, nein. Runter, nein. Runter! Nein. Man Menschen nur so behandeln. Was haben Sie gemacht? Sie fragen mich im Ernst, warum wir die Judenschweine festnehmen? Ist das Ihre Frage? Sie sollten sich was schämen, Brochard. Sie haben recht. Die Familie ist wichtig. Komm, meine Hübsche. Deine Mutter wartet auf dich. Komm. Nicht so grob. Kümmern Sie sich ums Einmaleins, Herr Lehrer. Und überlassen Sie die uns. Zeit ist gekommen. Die Helden stehen bereit. Es gibt nur ein einziges Ziel für uns. Knöpfe, Knöpfe, Knöpfe. Der Krieg kann beginnen. Ja! Ja! Der Krieg der Knöpfe! Also, mein kleiner Gibus, was habt ihr ausgeheckt? Der Krieg wurde erklärt, Monsieur. Ohne Witz? Aber ich habe Ihnen nichts erzählt. Schon mal was über Napoleon gehört, den König der Franzosen. Er war Kaiser. Ist dasselbe. Jedenfalls kannte der sich in Sachen Strategie bestens aus.
Bist du die Neue? Du bist Le Brac, stimmt's? Ja. Was reden die? Ich mag nur die klugen Jungs. Also vergiss es, du Wrack. Le Brac! Was machst du da? Ich bereite eine neue Offensive vor. Top Secret. Viel Spaß beim Lesen. Ich gehe dann. Die punischen Kriege. Ich schau mir gern was ab bei den Punian. Vom Lesen kriegt mein Hirnhautentzündung. Deck den Tisch! Sie sollten sich was schämen, Brochard. Kümmern Sie sich ums Einmaleins, Herr Lehrer. Der Krieg ist erklärt. Auf die Kolonien zum Donnerwetter! Auf die Kolonien zum Donnerwetter! Diese Darstellung, meine lieben Kinderchen, ist das Ideal, nach dem ihr alle streben müsst. Monsieur, ja? Haben die nackt gekämpft? Bewaffnet waren sie nur mit einem Schwert und einem Schild. Was nennt man einen griechischen Sieg? Nieder mit dem Verrat! Ziehen wir ab! Nee, wartet auf mich, Jungs! Ich werde den Jungen niemals verstehen. Sicher, dass er von mir ist? Warum kann ich nicht dabei sein, Le Brac? Das ist eine richtige Kommandoaktion. Sie findet auf feindlichem Gebiet statt. Einige kehren vielleicht nicht zurück. Das sagst du, um mir Angst zu machen. Aber weil ich klein bin, sehen die mich überhaupt nicht. Krieg der Knöpfe. Na sowas, die ist noch schwärmen. Ich habe eine Nachricht von Le Brac. Mhm. Da wir heute nur zu dritt sind, gibt es heute auch keine Schlacht. Aber kommenden Donnerstag. Einverstanden? Nein. Demnächst im Kino.